Leute, ich bin in München und werde heute ferngesteuert. Können wir sprinten? Du läufst jetzt mal hier ein bisschen im Kreis und schreist erst mal ein bisschen. Ich bin Sarah. Ich bin Sarah. Ich bin super. Ich bin super. Ja. Und frag mal, ob sie dir kurz helfen können. Die sollen mal ein Tor darstellen. Ich bräuchte ein Tor. Also ihr müsstet euch so hinstellen und dann muss ich zwischen euch kicken und Tor. Ja. Ihr seid die perfekten Pfosten. Ihr seid die perfekten Pfosten. Du rastest gleich völlig aus. Klatscht alle ab, die da stehen. Sehr gut. Da siehst du die rote 25, Müller. Ja. Da stell dich mal ganz nah ran und schrei da ein Tor. So ganz nah ran. Erste Aufgabe gestanden. Ich hab was für dich. Boah, okay, wollte ich schon immer mal haben. Ich möchte, dass du jetzt Richtung Brunnen gehst und da erstmal raufkletterst. Sprich mir einfach nach. Okay. Hallo Stuttgart. Hallo Stuttgart. Hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hatte heute Nacht einen Traum. Ich hatte heute Nacht einen Traum. Wir werden Weltmeister. Wir werden Weltmeister. Ole, 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 ole. Ole. Jetzt gehst du mal rein und singst Ole, Ole. Ole, Ole. Ich hatte einen Traum. Ich hatte einen Traum. Wussten Sie das? Ich hatte einen Traum. Deutschland wird Europameister. Deutschland wird Europameister. Du hast auch von einem Freudentanz geträumt. Renate, komm. Renate. Komm, wir tanzen jetzt. Spät für Deutschland. Nein, Renate. Du willst dich gerne noch mit dem Purzelbaum bedanken. Ich würde einen Purzelbaum machen für dich. Das ist ein richtig schöner. Ich schaff das. Und Torjubel. Yes! Renate vor Kanzlerin. Ja. Aber du warst auch richtig gut. Danke. Ich habe Leute in der Community gefragt, was du denn so ferngesteuert alles tun sollst. Du gehst jetzt zu wildfremden Menschen und erklärst ihnen, wie schön es ist, dass du sie endlich wieder siehst nach 2 Jahren. Lass nicht locker, hörst du? Ja. Pass auf, hier im Deutschland-Trikot, direkt hinter dir. Da, den nimmst du. Bist du's? Hi, wie geht's? Wir haben uns so lange nicht gesehen. Warte, ich glaube, dass du gerade verwechselt. Nein! Oh mein Gott, wir waren doch letztens unterwegs. Warte, hey, kannst du dich nicht mehr erinnern? Warte mal, ist mir gerade selber peinlich, aber... Hey, du kannst dich gerade nicht erinnern? Nein, wirklich nicht. Guck mal, denk mal nach kurz. Dein Name? Mein Name? Nee, das tut mir leid. Wirklich nicht? Hier, ich habe ein Foto von dir. Hä? Aber ich glaube, wir haben sogar ein Bild zusammen gemacht. Da. Bist du das nicht? Nee, da bin ich nicht. Das bist du nicht? Nee, das bin ich nicht. Tschüss, Henry. Aber schönen Tag. Tschüss, Henry. Viel Spaß noch. Sehr gut. So, jetzt wird's richtig lustig hier. Der heißt Joachim. Joachim, da bist du ja. Hi, wie geht's? Geht's dir gut? Ja, sehr gut. Wir haben uns so lange nicht mehr gesehen. Ja. Ich habe die ganze Zeit hier gewartet, weil du meintest, dass du noch mal hier vorbeikommst, aber du kamst gar nicht mehr. Bin ich Joachim. Zeig ihm das Foto. Bist du das nicht? Die leicht doch nicht auf mein Mann. Ich denke, Joachim ist standing there with the cap. Ja, ich denke, das ist Joachim. So Leute, wenn auch ihr richtig krasse Aufgaben für uns habt, dann schreibt sie uns am besten jetzt in die Kommis. Sehr gut, Sarah, weitermachen. Da, der mit der schnellen Brille. Schnell, stolper mal an den rein. Oh, sorry. Oh mein Gott, hi, wie geht's dir? Wir haben uns voll lange nicht mehr gesehen. Wie geht's dir? Vom Fußballspielen. Wir kennen uns vom Fußballspiel. Wir haben zusammen Fußball geguckt. Deutschland gegen Spanien. Wo? Hä, hier in München. Kannst du dich nicht dran erinnern? Warte, wir kennen uns. Ja, genau, zeige ich dir. Ja, das bin ich. Das bist du. Ja. Hab ich doch gesagt. Wie geht's dir, Jeremy? Super. Haben uns so lange nicht mehr gesehen. Jeremy, geh nicht. Jeremy, es war so schön mit uns. Jeremy, es war so schön mit uns. Ha ha ha.
Ole! Ey, Mann! Sarah, wen du alles kennst! So, bist du bereit für die nächste Aufgabe? Du wirst irgendjemand bitten, dein Handy zu halten und dich zu filmen. Was du dann tun musst vor der Kamera, kriegst du aufs Öhrchen. Let's go! Welcher Song könnte es sein? Fußballsong wird gesucht. Dreh dich mal ein bisschen im Kreis. Zeit, dass ich was drehe, was drehe, was drehe. Es ist Zeit, dass ich was drehe. Genau. Guck mal, genau vor dir ist Team Germany hier. Könnt ihr mir was helfen? Immer. Ich würde gerne so ein Musikvideo drehen. Kann einer filmen? Und kannst du dann einfach dich mit mir drehen? Weil Scheiße. Das kommt auf YouTube. Ist schon, ich bin schon ein bisschen berühmt. Zeit, dass ich was drehe, was drehe. Doppelt so schnell. Sei das nicht. Okay, reicht. Wow. Ey. Jawohl. Nächste Runde. Du musst dir trotzdem noch mal jemanden suchen, der dich filmt. Hey, könnt ihr mich kurz filmen und mir bei was helfen? Okay. Könntest du mich filmen? Ja, gerne. Okay, also du filmst, du spielst Saxophon, völlig losgelöst, kennst du, oder? Ja. Du riechst das Saxophon? Nee. Echt wichtig, dranbleiben, also schön filmen, ja? Bist du bereit? Ja. Völlig losgelöst. Du musst rennen! Vor Erde. Wegen Tanzu. Und Saxophon Solo auf dem Boden. Und war gut. Und wie fandet ihr es? Ich liebe euch. Dankeschön. Das war richtig toll. Ihr müsst kurz noch was unterschreiben. Ihr seid im Fernsehen. Respekt. So richtig schön zum Deppen gemacht. Richtig gut gemacht. Das Solo. Du, du, du. Kurz Luft für dich. Danke. Du Champ. Ich spüre nichts von der Luft. So reicht jetzt auch. Geht weiter mit der nächsten Runde. Tschüss. Tschüss. Eine geht noch. Hey. Pass auf, folgendermaßen. Da am Brunnen steht eine Gruppe von Mädels. Ja? Und die musst du bitte ins Gespräch vertiefen. Und dabei flüstere ich dir Sportübungen ins Ohr, die du in der Zeit bitte tust. Ja? Du Arsch, du. Okay, alles klar. Sie hat mich verstanden. Hi! Was macht ihr in München? Ja, erstmal ein paar Squats machen jetzt. Bis Freitag? Und was macht ihr alles noch so hier? Und Hampelmänner. Was macht ihr? Was? Schwimmen und sowas. Schwimmen? Oh, Schwimmen ist auch super gut. Sag, du bist auf dem Sportkurs hier. Ich bin auf dem Sportkurs hier. Habt ihr Bock mitzumachen? Ja! Komm, warte, ich mach mit. Ja. Schön Liegestützen machen jetzt. Okay, jetzt gehen wir Liegestütze. Okay, 1, 2, 3. Schön, stark. Hey! In Sprintposition gehen mit ihr. Gehen wir in Sprint? Wir machen jetzt ein Wettrennen bis zum Polizeiauto. Auf die Plätze. Fertig, ich sag ciao. Auf die Plätze, fertig. Tschüss. Die hier stehen, hier vorne, direkt vor den Camps. Hi. Hallo. Seid ihr aus München? Ja. Ich bin neu in München. Könnt ihr mir irgendwas zeigen? Gleich Liegestützen zeigen. Ich kenne nicht so viel Sehen. Ich bin sehr sportlich. Ich bin sportlich und kann Liegestützen. Und wieder hinstellen. Und Squats gleich hinterher. Könnt ihr das auch? Nein, irgendwie nicht. Wo gibt's denn hier gutes Essen? Wo gibt's denn hier gutes Essen? Da hinten. Beim Hugo. Was gibt's da? Pizza, das ist italienisch. Was kannst du mir empfehlen? Zeig mal deinen Bizeps. Wollen wir Bizeps-Test machen? Nee, alles. Hier Erdkuten. Guck mal, zeig mal, wir machen Bizeps-Test. Stabil oder nicht? Ja. Und in die Sprintposition sagen Tschüss. Können wir sprinten? Nee, alles gut. Ach komm schon. Nein. Sarah! I did it! Alter, du hast alles gemacht! Mann! Herzlichen Glückwunsch, auf jeden Fall! Richtig, oh, bist du nass! Das bedeutet, ich darf jetzt was entscheiden, und zwar deine Strafe!
Herz, Leute. Ist ein Herz. Ist da noch frei? Ja, ein bisschen noch? Ja, mach ruhig. So Rouge. Okay, so. Wenn ihr übrigens noch mehr Folgen gucken wollt, gar kein Problem. Wir haben eine richtig frische Sendung für euch am Start. Da muss ich unter anderem Herzchenluftballons küssen. Geht los. So, zack. Danke. Wenn ihr Lust habt auf noch mehr Ferngesteuer, zum Beispiel, wo ich fernsteuere, dann klickt euch mal hier rein oder da. Ich geh mal meinen Rasierer suchen. Ja, tschüss. Bitte. Hallo, München. Hast du deinen Shaver dabei, Alter? Sag mal, habt ihr einen Rasierer dabei, Mädels? Nee, ne? Auch nicht, ja? Scheiße, okay. Hat hier irgendjemand einen Rasierer dabei?